Hallo, vielleicht habt ihr heute Lust, mich zum Friseur zu begleiten. Es wird nicht viel gemacht. Mein grauer Ansatz muss weg, die Spitzen müssen geschnitten werden und ich hoffe, ich sitze hier gleich mit einer wunderschönen Föhnfrisur, weil ich nämlich noch ein Video für euch drehen möchte. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mit. Also, viel Spaß beim Video. Da seht ihr schon mein Endergebnis. Allzu viel habe ich jetzt nicht gefilmt im Laden. Es ist halt eben erstmal die Farbe drauf gekommen. Mein Ansatz ist nachgefärbt worden. Ich hatte mir gewünscht, das in der Farbe 6.0 zu machen oder dass es in der Farbe 6.0 gemacht wird, wie ich es immer mache. Aber sie hat eine andere Farbe verwendet. Irgendwas mit 77, ein bisschen blonder auf jeden Fall. Das aber trotzdem gut die graue Haarfarbe abdeckt. Und dann sind die Haare ausgewaschen worden und ich habe... kommt hier gerade ein Auto und ich habe dieses Pastell drüber bekommen. Das heißt, das ist dafür da, dass meine blonden Spitzen, die ich hier habe, die waren sehr, sehr goldig und die hat sie einfach abmattiert damit. Dafür wird dieses Pastell verwendet und ich finde, das ist gut gelungen. Ich finde die Farbe super schön geworden. Sieht auch so ein bisschen strähnig aus, obwohl eigentlich keine Strähnen drin sind. Dann habe ich noch eine Haarkur bekommen und diese Haarkur wurde unter der Hitze dann noch mal ein bisschen verstärkt, damit auch so richtig schön die Pflege reinkommt. Und dann habe ich mir gewünscht, dass sie geglättet werden, weil ich ja heute noch ein Video drehen möchte. Deswegen bin ich auch nahezu ungeschminkt und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich habe nur Wimperntusche drauf und ein bisschen Make-up habe ich drauf gemacht und Lippen gepflegt. Ich habe jetzt hier einen dicken Herpes bekommen leider. Ist ja klar, ne, wenn ich mal drehen will. Ja, ich versuche jetzt nochmal euch das Ergebnis auch nochmal so von hinten zu zeigen. Also wenn es der Friseur glättet, sieht es immer irgendwie perfekter aus, finde ich. Jetzt haben wir hier auch gerade schön Wind. Und auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zufrieden und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!